Das war schon reichlich durchgeknallt. Es fing an mit einer Gitarre. Und das Verrückte ist, wir haben 2015, wir sitzen hier. Er musste das jetzt noch erzählen. Erke, Lupo und ich. Und jetzt rechne mal 50 Jahre zurück. Es stimmt. Du warst in Mathe immer gut, sonst wärst du kein Manager geworden. Genau. Ja. 65 wirklich die erste E-Gitarre gekauft. Ja. Eine super klassische Höfner mit drei Pickups und Vibrator. Rot, die war rot. Rot. Und genau. Was habe ich damit gemacht, Erke, mit der Gitarre? Die hast du mit in die Schule gebracht. Ja. Ja. Und da stand sie aber am Schulhof und alle guckten. Hör mal. Die rote Gitarre und dein Moped, das werde ich nie vergessen. Ich habe übrigens noch jemanden mitgebracht. Nicht ein Instrument, aber ein Freund von 1966. Willi, dein altes Hallgerät. Kennst du das noch? Ja. Darüber haben wir Echo gemacht damals. Ja. Mit Röhren. Und das läuft noch. Hör mal, das hat die ganzen, wie viel? 50 Jahre überlebt? Ja. Das hat 50 Jahre wie wir. Das tatsächlich überlebt. Ja? Finanziert vom Finanzamt Hagen. Echt? Wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Ja. So war das. Das Erstaunliche war ja wirklich von den Anfängen her gesehen, wie schnell die Kiste ins Laufen kam, wir also gespielt haben, öffentlich gespielt haben, viele gespielt haben, Hagen und Umgebung, das war schon wahnsinnig. Die ersten drei Griffe, vier Griffe und dann ging es aber schon richtig los, dann hast du schon angefangen zu buchen und wir haben wirklich sehr viel gespielt, schon in den ersten Jahren, bis dann nachher. Jedes Wochenende. Woche über in der Lehre arbeiten, nach der Lehre sofort im Übungsraum, bei Klaassen im Keller in Vorhalle, weißt du noch? Reichsbahnstraße 7, und dann am Wochenende, Samstag, Sonntag spielen. Jeden Abend 3 bis 4 Stunden. Konzert mit Pause dazwischen, Tanzabende hieß das damals noch. Das waren Tanzabende. Ja, klar. Da wurden die Damen von den Herren noch aufgefordert zum Tanz. Man glaubt es gar nicht, ja? Schwofen. Das hieß früher Schwofen. Und man musste immer einen schönen Anzug anhaben, sonst durfte man gar nicht ins Jugendheim rein. Ja? Und du warst schlecht als Band, wenn nicht nach 10 Minuten der Saal getanzt hat. Ja, wenn die Leute nicht sofort nach 10 Minuten anfingen, hast du als Band nichts getaucht. Ja, und wann kam dann der Sprung einfach, dass es auf einmal dazu überging, dass die Leute nicht mehr getanzt haben eben, sondern vor der Bühne gestanden haben. Das war dann später. Das war, und zugehört haben. Als es was zu gucken gab. Ja, ja, das war doch dann so ab 67, 68 das eigentlich, als wir dann auch immer schon in der Aula in Hagen gespielt haben und regelmäßig dort Auftritte hatten. Und dann änderte sich ja eigentlich auch unsere Musik. Ja? Wir sind ja dann mehr so in Richtung auch Blues gegangen. Underground. Und Underground. Underground Musik und das war natürlich schon eine völlig andere Geschichte seiner Zeit. Ja. Aus Tanzabende wurden dann halt Konzerte. Da fing es an. Die Leute haben zugehört. Ich erinnere mich noch an das erste Festival in der Schulaula. Mhm. Da wurden die Stühle rausgeräumt. Die Leute waren ganz fertig. Die sagten, sollen wir uns am Fußboden setzen hier oder sollen wir hier tanzen? Die Stühle wurden rausgeräumt, man setzte sich am Fußboden und dann wartete man, was passierte. Und dann kam plötzlich im Dunkeln, im Nebel, 4 Gestalten auf die Bühne gekrochen mit Vorschlaghämmern und zerkloppten eine Kiste und kein Mensch wusste, was das sollte. Und alle Leute schwanken zwischen Entsetzen, Faszination und Begeisterung. Und plötzlich fing dann auch noch die Musik an und dann gab es was zu gucken bei uns. Aber der große Sprung kam dann wirklich in den 70ern, 1971, als das Kind dann auch endlich Grobschnitt hieß. Ja, ja gut, 69 haben wir ja schon unsere erste Platte gemacht. Ja? Ein Schnitt auf einer LP. Eine Platte rausgebracht beim legendären Beat-Festival in Recklinghausen. Ja, sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Wo dann auch irgendwie 50 Bands spielten und wir dann Dritter wurden an dem Abend. Und ich dachte, die Jury damals wäre so begeistert gewesen, weil die immer so mit roten Lampen gewunken haben. Ja, ich glaub, wir waren zu laut. Aber warte mal, um noch darauf zurückzukommen, das erste Stück, das haben wir ja dann quasi als,
als Gewinn, als Preis, die ersten Bands wurden alle verpflichtet für diesen Sampler, ein Stück aufzunehmen. Und das war unser erstes eigenes Stück. Erstes eigenes Stück. Wollte ich eigentlich drauf, und das ist wichtig. Und damit fing eigentlich alles an. Damit ging es dann los. Wir wollten nichts nachspielen. Ja. Das Stück hieß He's Around Here. He's ich erinnere mich. Und da haben wir wirklich ein eigenes Stück eingeprobt für diesen Sampler. Und das Stück kann man heute noch hören. Das ist eigentlich richtig gut gewesen. Ja, ja, und dann wird es so langsam ernst. Dann wurde es eigentlich ernst. Ja, da hatten wir alle unsere Lehre abgeschlossen und dann hieß es, machst du jetzt Musik oder wirst du in Beruf gehen oder wirst du ewig armer Schlucker bleiben? Ja. Und dann durften wir uns entscheiden. Ja. Einer nach dem anderen hat gekündigt. Wir sind ja dann 1971 nach Hamburg gefahren mit einem Band in der Hand, das wir vorher bei uns im Übungsraum aufgenommen hatten. Der Bär und ich und haben dann mal geguckt, wie man an einen Schallplattenvertrag kommt. Der Bär und ich sind hochgefahren, Telefonhäuschen gegangen. Ja, da hattest du dein Handy gar nicht mit, ne? Nee, Telefonbuch aufgeschlagen und geguckt, unter den Buchstaben M wie Musik oder P, Plattenfirmen, gab es da jemand? Ja, ja. Und wir haben dann noch jemand gefunden. Ja, und dann sind wir hingefahren und sind mehr oder weniger gleich rausgeflogen, ja, so nach dem Motto, ja, geht nach Haus und übt nochmal, wie man so schön sagt. Und ja, beim zweiten Mal hat es dann gut funktioniert und dann haben wir ja fast schon unseren Lebensvertrag bei der Metronom seinerzeit in Hamburg unterschrieben. Ja. Und wir hatten bereits bei der ersten LP doch klassische Musiker, der Hamburger Staatsoper verpflichtet für unseren Song Symphonie. Die Symphonie. Mhm. Ja, das muss man sich mal lesen. Streichquartett. Ja. Streichquartett. Und da gab es ja auch noch reichlich Stress mit den Jungs. Ich glaube, du bist da reingegangen und hast gebrüllt, du hast ein Ei gemacht. Ja, sehr. Du sagst zum Cellisten, du hast ein Ei gemacht. Der hat dich gar nicht verstanden. Ja, der dachte, was will der denn? Ein Ei gemacht. Und der hatte nicht falsch gespielt. Da stand falsch auf dem Blatt. Ne? Naja. Und du sagst zu dem, du hast ein Ei gemacht, du hast dich verspielt. Da hat er sein Instrument eingepackt. Der ist gegangen. Ja. Und hinterher saßen wir alle zusammen in der Kantine und haben über das Ei gelacht. Wir sind ja da in dieser ganzen Zeit eigentlich in verschiedene Schubladen gepackt worden. Wir waren ja Krautrocker, wir waren Progressivrocker, wir waren sogar NDW-Musiker und wir waren Punkrocker und weiß ich was. Alle Schubladen waren für uns eigentlich immer offen. Und im Grunde genommen, was das Interessanteste zumindest für mich war, halt, dass wir die Songs live tatsächlich auch immer wieder verändert haben. Alleine schon Solar Music, wie Willi gesagt hat. Ja. Am Anfang hieß es mal Sandtrip. Richtig. Halt, dann hieß es Jahre später Solar Music, dann hieß es Sonnentanz und davor hieß es auch nochmal Powerplay. Mhm. Und insofern siehst du eigentlich, wie wir die Songs eigentlich auch kreativ, musikalisch immer wieder verändert haben. Solar Music war über weite Teile auch völlig improvisiert. Ne? Wir haben ja gespielt, wie uns der Daumen gewachsen war, beziehungsweise der Schlagzeugstock. Ja, ja. Ich aber kann mich an eine besonders lange Version erinnern. Two-Act Weißen Noe, Solar Music, unserem Bassisten wird schlecht zwischendrin, wir spielen weiter. Dank, dank, dank. Bassist geht raus, muss brechen draußen, zieht sich um, kam nach Viertelstunde wieder im Schlafanzug, hat sich seinen Bass genommen und hat weitergespielt. Der Bär, weißt du das noch? Die Leute lagen auf der Erde mit den Rotweinpullen. Ja. Das hat man nicht gemerkt. Und dafür, als der Bär im Schlafanzug auf der Bühne kam, da haben wir schon gemerkt, meine Güte, was so eine Verkleidung bringen kann. Ja. Die Leute wurden wach, fing an zu klatschen. Wir haben die Stücke gelebt. Wir haben die Stücke, es waren ja unsere Babys. Und je nach Lust und Laune wurden sie auch mal wieder verändert. Die beiden waren die Stützbalken bei allen Konzerten durch bis 89, bis zum letzten Konzert. Rock Pommes Land, Solar Music, egal wie es hieß dann. Und da drin lagen dann die ganzen anderen Alben, die ganzen Stücke. Aber diese beiden Alben, Rock Pommes Land, Solar Music, also das gehörte einfach mit dazu zum Probschnittkonzert.
Wir waren doch mal in so einem Hotel, auch in Bayern war es, glaube ich, wo wir dann noch spät nachts rein wollten. Wir waren ja dort angemeldet. In Kelheim in dem Hotel. Wir klingelten dann und es machte niemand die Tür auf. Da war dunkel, wir hatten keinen Schlüssel und es war nachts um 2:30. Ja. Und dann haben wir geklingelt und es machte keiner auf. Und dann sagte einer, guck mal da oben, da in dem Dachfenster, da brennt Licht. Ja. Aber da hat keiner aufgemacht. Ja. Und da ist Rodi Porno, John McPorno, ist an der Dachrinne hochgeklettert, oben auf das Dach und hat geklopft und an der Scheibe. Genau. Und dann kam, er geht die Scheibe auf und dann guckt so eine Oma mit einer Nachtmütze raus und kippt nach hinten rüber, als er ihn gesehen hat vom Fenster. Und er sagt, hat wohl gesagt, Entschuldigung, wir möchten rein. Ja. Aber die Oma ist dann runtergekommen und aufgeschlossen. Die hat sein tatsächlich noch aufgeschlossen. Weißt du das noch? Ich weiß, dass es sehr, sehr komisch war, wenn man irgendwo spielt, am Dorf. Ja. Mitten in der Nacht bis 1-2 Uhr dann noch ein idyllisches Hotel, was dann noch mal 10 Kilometer weiter in irgendwelche Berge, um da zu schlafen. Das war eine komische Politik und da war auch kein Nachtportier, das war eben so ein schöner Landgasthof. Ja, da haben wir schon oft Schwierigkeiten gehabt, da überhaupt reinzukommen. Ich kann mich noch dran erinnern, hast du dir überall 100 D-Mark-Scheine hingesteckt, um seriöser zu wirken, als du nachts da geklingelt hast an so einer Pforte. Ja gut, ich glaube, wir haben vorher schon eine Info bekommen, die lassen euch heute Nacht da nicht mehr rein. Und uns war das auch nicht so ganz klar und wir hatten ja anschließend, wir hatten an dem Abend auch, glaube ich, ein sehr üppiges Honorar bekommen. Und habe ich mich dann outfitmäßig doch ziemlich verkleidet, im Grunde genommen. Um seriöser zu wirken. Ganz klar. Ja? Aber ich glaube, es hat nichts gebracht. Ja. Ich glaube, das hat überhaupt nicht geholfen. Wir mussten wieder gehen. Und dann haben wir uns noch nachts, ich habe keine Ahnung mehr, aber das ist öfters passiert. Es ist auch passiert, dass wir rein ins Hotel. Wolfgang Jäger macht sich frisch, setzt sich auf den Spülstein. Ja. Der Spülstein bricht ab. Der Hotelbesitzer kommt und schmeißt alle wieder raus. Ja, gut. Das war ja auch nachts. Ich bekomme hier gerade Zeichen von der Regie. Ja. Ja, das wäre schon ein bisschen überzogen. Ein bisschen überzogen. Ich habe die ganze Zeit nicht gewusst. Ja.